Herzlich willkommen zum Anleitungsfilm des Erfurter Bildungskataloges. Der Erfurter Bildungskatalog umfasst die Bildungs- und Beratungsangebote der Stadt Erfurt. Er ist online abrufbar. Kommen Sie mit, Schritt für Schritt Bildung gut finden. Zuerst müssen Sie sich im Erfurter Bildungskatalog registrieren. Klicken Sie dazu auf Anmelden und im folgenden Fenster auf Registrierung. Geben Sie im nächsten Schritt Ihre Daten ein. Lesen und bestätigen Sie die AGBs und die Datenschutzerklärung. Nach abgeschlossener Registrierung wird Ihnen umgehend Ihr persönliches Passwort per E-Mail zugesandt. Sollte dies nicht erfolgen, kontaktieren Sie bitte die Redaktion und überprüfen Sie gegebenenfalls den Spam-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs. Mit Passwort und Nutzernamen können Sie sich nun jederzeit unter Anmelden einloggen. Nach Ihrer ersten Anmeldung sollten Sie Ihr Passwort ändern. Klicken Sie dazu auf Profilverwaltung und Passwort ändern. Geben Sie zur Überprüfung Ihr altes Passwort ein und tragen Sie in die Felder Neues Passwort und Passwort wiederholen Ihr neues Passwort ein, um Schreibfehler zu vermeiden. Geben Sie nun Ihr Anbieterprofil ein, indem Sie auf Bildungskatalog, Anbieter verwalten klicken. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und geben Sie in das folgende Formular die nötigen Anbieterdaten ein. Bestätigen Sie Ihre Angaben durch Klicken auf Übernehmen. Beachten Sie die generellen Hinweise. Ihre Anbieterangaben wurden automatisch übernommen und Änderungen im ersten Reiter können nur unter Anbieter verwalten vorgenommen werden. Die eigentliche Angebotserstellung beginnt mit dem Reiter Angebotsinformation. Geben Sie dort die jeweiligen Informationen Ihres Angebots ein. Sie können jederzeit den aktuellen Stand Ihres Angebots durch Klicken auf Aktuellen Stand zwischenspeichern am unteren Bildschirmrand sichern und die Eingabe später fortsetzen. Durch Klicken auf Übernehmen und Weiter gelangen Sie zum jeweils nächsten Reiter. Um ein Angebot erfolgreich einzustellen, müssen Sie mindestens einen Termin eingeben, das Angebot als dauerhaft oder auf Anfrage markieren. Speichern Sie Ihre Eingaben durch Klicken auf Übernehmen und Weiter und machen Sie eventuell Angaben in den nächsten Reitern. Zum Speichern der Angebotseingabe klicken Sie unbedingt auf Daten übernehmen im Reiter Zugänglichkeit. Ihr Angebot erscheint unter Eigene Angebote. Dort können Sie es jederzeit editieren, kopieren, löschen oder anzeigen lassen. Sie können nun nach dem gleichen Prinzip weitere Angebote erstellen. Damit Sie auch im Erfurter Bildungskatalog für alle Bürgerinnen und Bürger erscheinen, müssen Sie Ihre Angebote in Bearbeitung auswählen und den Button Freigabeantrag drücken. Lesen und akzeptieren Sie bitte die nachfolgenden Nutzungsbedingungen und senden Sie uns das Angebot zur Freigabe. Die Redaktion des Erfurter Bildungskatalogs überprüft Ihren Eintrag, bittet gegebenenfalls um Änderung oder schaltet ihn frei. Daraufhin erscheint Ihr Angebot sowohl in der Angebotsübersicht als auch unter veröffentlichte Angebote. Bereits veröffentlichte Angebote können jederzeit geändert werden. Mit dem Anfangstermin des Angebots endet auch dessen Sichtbarkeit und es erscheint wieder unter eigene Angebote. Sie können dann gegebenenfalls Termine ändern und den Freigabeantrag erneut stellen. Die Eingabe und Pflege der Angebote kann offline in einer eigenen Datenbank beim Bildungsanbieter vorgenommen und später in den Erfurter Bildungskatalog über ein Upload-Verfahren hochgeladen werden. Die Daten werden im XML-Format nach DIN PAS 1045 importiert oder exportiert. Für Fragen nehmen Sie mit uns gern Kontakt auf oder nutzen Sie die Hilfeseiten des Erfurter Bildungskataloges. Dort finden Sie auch unser Merkblatt Erste Schritte. Auch Sie sind ein Teil der Bildungsstadt Erfurt. Tragen Sie sich jetzt in den Erfurter Bildungskatalog ein. Wir wünschen Ihnen nun viel Erfolg mit dem Erfurter Bildungskatalog.